Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute zum Stridswagen K. Die Einführung dieses Panzers markiert einen ganz besonderen Punkt in der Geschichte von World of Tanks. Für über 10 Jahre waren Premium-Panzer maximal auf Stufe 8 limitiert und mit der Einführung dieses ersten Tier 9 Premium-Panzers ändert sich das nun grundlegend. In diesem Video soll es einerseits um den Panzer gehen, ich stelle euch das Fahrzeug vor mit seinen Stärken und Schwächen, aber noch viel wichtiger soll es darum gehen, warum ich es nicht für gut heiße, dass Wargaming nun die Büchse der Pandora geöffnet hat und Tier 9 Premium Panzer in das Spiel einfügt. Viel Spaß! Alright, steigen wir mit dem eigentlich unbedeutenderen Part ein, nämlich den Statistiken des Panzers oder Eigenschaften. Feuerkrafttechnisch macht der Panzer ja nicht wirklich sehr viel her für einen Tier 9 Heavy Tank. Ist eine 105mm, 252 Pen auf der Standard, 310 Pen auf der Premium APCR, mehr oder weniger durchschnittlich. 390 Alpha Schaden, auch das Standard für eine 105mm. Die DPM ist eher am unteren Spektrum der 9er Heavies mit ungefähr 2000 Basis. Im Vergleich dazu der Emil 2, der andere schwedische Tier 9 Heavy, hat 2500 Basis DPM und der ist ein Auto oder mit 440 Alpha. Aimtime 2,4 Sekunden, ist ganz solide. 0,33 Genauigkeit, genauso solide. Und 10 Grad Gun Depression. Das Gunnling bewegt sich im Mittelfeld nicht ganz so gut wie bei einem Conqueror, aber auch nicht ganz so schlecht wie bei einem T10 oder ST1. Die Panzerung ist relativ simpel aufgebaut. Es ist ja ein Turm vom Centurion 7.1 und eine Wanne vom Emil 2, also da hat sich nicht viel geändert von den Werten. Der Turm von Centurion ist ca. 250mm effektiv gepanzert, frontal. Das heißt, mit Standardmunition wird man ihn wahrscheinlich nicht durchschlagen können, aber mit Premium-Munition links und rechts neben der Kanonenblende ist es ein ganz easy Pen. Die Wanne ist ziemlich dünn, 90 bzw. 115mm dick, hier und da ein bisschen angewinkelt. Also wenn man Glück hat, kriegt man da einen Autobounce-Winkel zustande, aber sonst kann man sich nicht einbilden, dass man da irgendwie Panzerung hätte. Auch die Seite mit 70mm kann nicht wirklich überzeugen. Man kann ganz dezent sidescrapen, das Problem ist aber halt, dass man dann sofort die Schulterplatte präsentiert, die sehr schwach gepanzert ist. Also das einzig wirklich solides Spielprinzip bleibt dem Panzer eigentlich das Hulldown-Spielen. Zur Mobilität sei noch gesagt, dass die eher überdurchschnittlich ist für so einen schweren Heavy, wenn man sie mit dem Conqueror oder dem AE Phase 1 vergleicht. Der Topspeed liegt bei 40 vorwärts und 18 rückwärts. 18 rückwärts ist sehr gut, das ist hervorzuheben, merkt man beim Gameplay auch, das macht einen großen Unterschied. Conk und AE fahren jeweils nur 12 km/h rückwärts. Leistungsgewicht bewegt sich etwas leicht über dem Mittelfeld, also mobilitätstechnisch ist er eher ein mobilerer Heavy, aber noch weit entfernt von einem Medium. Alles in allem also im Vergleich mit den Top-Heavies dieser Gattung auf Stufe 9, dem AE Phase 1 und dem Conqueror, ist die Feuerkraft schlechter. Genauso die Panzerung schlechter, aber die Mobilität dafür etwas stärker. Unterm Strich würde ich dem Panzer maximal so solide 6 von 10 Punkten geben. Er ist nicht schlecht, also nicht zu nichts zu gebrauchen, aber er ist auch weit entfernt von Top-Heavies auf Stufe 9 wie einem Conqueror, einem Phase 1 oder einem E75. Dass der Stridswagen K als Gesamtpaket eher unterdurchschnittlich ist, ist aber im Großen und Ganzen betrachtet vielleicht gar nicht so schlecht. Lasst uns mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit und diesen Gedanken etwas weiter ausführen. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon dabei seid in WoT. Ich spiele seit 2011, also jetzt schon 10 Jahre mehr oder weniger. Und ich habe die Anfänge der Tier 8 Premiums damals miterlebt. Ein gutes Beispiel, was ich dafür immer anführe, ist IS-6 und IS-3. IS-6 war einer der ersten sowjetischen Premiums und demgegenüber stand sein Counterpart aus dem Forschungsbaum, der frei erspielbar war, der IS-3. IS-6 hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er etwas bessere Panzerung hatte als der IS-3, aber nicht ganz so mobil war und bei der Feuerkraft wesentliche Abstriche machen musste. Er hatte nämlich nicht diese 225 Standarddurchschlag, sondern nur 175. Was eigentlich dazu führte, dass der IS-3 als der generell bessere Tier 8 Heavy betrachtet wurde. Wenn man nun wieder zurückspringt in das aktuelle Spiel, dann merkt man aber schnell, dass dieser Vergleich zwischen Premium und Tech Tree Counterpart eigentlich komplett gekippt ist. Lass uns mal einen der besten Panzer auf Stufe 8 nehmen, den Progetto 46, und ihn mit seinem Tech Tree Counterpart vergleichen, nämlich dem Pantera P44. Der wird schnell klar, dass der Progetto eigentlich in, ja, so ziemlich jeder Eigenschaft besser ist. Nice Meme.
Wenn man diesen Gedanken nun analog auf den Stritzwagen K überträgt, ist wahrscheinlich relativ schnell klar, was WG hier spielt. Nun, mit dem Emil 2 würde ich ihn vielleicht nicht direkt vergleichen, also die beiden Tier 9 Heavys der Schweden, weil es halt ein Autoloader ist, aber wenn man den Vergleich anführt mit dem Conqueror oder dem AE Phase 1, dann ist er natürlich unterlegen. Ähnlich wie damals IS-6 gegen IS-3. Ein Vorgeschmack darauf, was uns auf Stufe 9 bevorsteht, bieten uns die Reward-Panzer schon sehr gut. Der Concept 1B, der als Ranked Battle Reward ausgeteilt wurde, ist ja eigentlich eher eine Stufe 10 als eine Stufe 9. Der KPZ 50T, gut, der ist jetzt nicht OP, aber er ist trotzdem ein sehr, sehr starker 9er. Und wenn man das mal weiterführt, bin ich mir nicht wirklich sicher, wo das hinführen soll. Ja, noch ein schwererer Heavy irgendwie als ein E75, also fast so ein E100 auf Stufe 9. Dann sowas wie ein Burrask-mäßiger Klon auf Stufe 9, also sowas wie ein Amix 1390 mit extrem Damage-Output oder irgendwelche russischen Objekte, die man sich da wieder ausdenkt, die nicht mehr zu pennen sind, aber halt selber utopischen Damage-Output haben, also... Ich bin mir nicht sicher, wo das alles enden soll, ja, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass dieses Prinzip, was WG bei den Stufe 8 Premiums angewandt hat, das gleiche auf Stufe 9 sein wird. Ihr merkt doch schon, dass es in dem Video weniger um den Panzer an sich geht, sondern eher um die Tatsache, dass nun tatsächlich diese Büchse der Pandora von WG geöffnet wurde und ein allererster Tier 9 Premium eingeführt wurde. Nun, ihr dürft es nicht verwechseln mit den Reward-Panzern, sehr technisch gesehen auch Premium-Panzer, wenn man möchte. Der wesentliche Unterschied zwischen den Panzern ist aber, dass die Reward-Panzer keinen verbesserten Credit-Multiplikator haben und auch keine Bonds erspielen können, so wie das bei dem Chrysler K der Fall ist. Nun, wo wird das eventuell enden oder wo wird das ultimativ hinführen? Lasst uns das Ganze in einem etwas größeren Rahmen betrachten und die Stufe 9 als Ganzes sehen. Für mich ist Stufe 9 seit einiger Zeit schon der Sweet Spot. Man hat praktisch ein Special Matchmaking, das heißt, man spielt nur plus 1, kann aber gegen minus 2 spielen, also gegen Tier 7 Panzer. Die Stufe ist relativ gut gebalanced, ja, bis auf einige Ausnahmen, wie meistens diesen Rewards, ist die Stufe eigentlich sehr gut ausgeglichen, gerade wenn man es mit Tier 8, mit den ganzen Premiums, sowas wie Progetto und Pershing beispielsweise, vergleicht, das geht ja da nicht gut auf. Und bringt halt auch mit sich, dass die unerfahrenen Spieler, die sich halt schnell ein Stufe 8 Premium kaufen, nicht auf Stufe 9 mitspielen, sondern eher auf Stufe 8, 7 oder halt sogar Tier 6 oder noch niedriger unterwegs sind. Das heißt, alles in allem ist die Balance auf Stufe 9 gut und auch so das spielerische Vermögen, sage ich mal, ist noch besser als das auf Stufe 8 oder sogar auf Stufe 10. Nun, wie wird sich die Einführung des Stritzwagen K oder mehrerer Tier 9 Premium Panzer, jetzt mal etwas in die Zukunft geblickt, langfristig auf die Stufe 9 auswirken? Ich glaube, das Spielerlebnis wird sich ganz klar verschlechtern, analog zu Stufe 8. Ich meine, Stufe 8 Gameplay ist ziemlich für den Arsch mittlerweile. Panzer sind sehr unausgeglichen, es gibt kein Skilled Matchmaking, das heißt auch der Spielerskill ist sehr unausgeglichen, was alles in allem dazu führt, dass es auf Tier 8 kaum spannende Runden gibt. Das sind eher Steamrolls, die halt nach 4 Minuten irgendwie 15:3 oder so zu Ende gehen. Und jetzt mal etwas weiter gedacht, ich denke, das Gleiche steht uns auch auf Stufe 9 irgendwann bevor. Vielleicht nicht heute, definitiv auch nicht morgen, aber ich denke eher so in ein, zwei Jahren, wenn dann ein paar Stufe 9 Premium Panzer ins Spiel gefunden haben werden, wird sich das schon deutlich abzeichnen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde, man merkt diese Anfänge dessen schon jetzt auf Stufe 9. Ich spreche da von Panzern wie AE Phase 1 oder Char Futur, die halt durch den Battle Pass frei erspielbar oder fast schon frei kaufbar sind. Ich habe so viele Gefechte gehabt, in denen ich Spieler in diesen Fahrzeugen hatte, die halt ganz neu waren und komplett unerfahren waren und eigentlich das 1x1 des WOT, die Basics, noch nicht mal ansatzweise verstanden haben. Ja, jetzt führt das mal weiter, dann hast du irgendwann auf Stufe 8 in jedem Team 10 dieser Premiums. Was ist das dann? Ist es dann eine neue Lehrveranstaltung wie auf Stufe 3? Ja, also du spielst dann Stufe 9 ohne das Tutorial gespielt zu haben, mehr oder weniger. Also auf lange Sicht halte ich das nicht für gut, gerade das Spielerlebnis betrachtet. Ultimativ wird es auch dabei enden, dass die Schere zwischen Free-to-Play oder Casual-Spielern und aktiven Spielern, die viel Geld investieren, immer weiter auseinandergehen wird. Ich meine, betrachtet es jetzt auf Stufe 8, ich kann mich immer wieder nur auf die gleichen Beispiele beziehen. Manche Tech-Tree-Panzer im Vergleich mit manchen Premium-Panzern, es ist ein himmelweiter Unterschied. Und wenn man das Ganze jetzt auf Stufe 9 überträgt, wird der Unterschied da in einigen Jahren nach einigen Tier 9 Premiums dann noch größer sein.
sehr beliebt zum Credits Farm, gerade für Free-to-Play-Spieler, ist Frontline. Ein Modus, der vor kurzem genervt wurde in seiner Fähigkeit, Credits zu generieren, dadurch, dass Stufe 9 Panzer da jetzt eingeführt wurden. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf den Stritzwagen K betrachten, ja, dann schließt sich hier der Kreis und es ergibt jetzt Sinn, dass da ja auch Stufe 9 Panzer freigeschalten werden. Ich denke mal, falls Frontline in 3 Jahren noch existieren sollte, wird es dann wahrscheinlich ein Mix aus Stufe 9 und Stufe 10 Premium Panzern werden. Stufe 8 wird er wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Das Paket für den Stritzwagen K, wenn man es ohne Rabatt in dem Marathon kauft, kostet 75 Euro. Und dann mögen vielleicht einige von euch sagen, okay, die neuen Premium Panzer wären doch dann so teuer, also ich denke 50, 60 Euro, die werden sich doch kaum Leute kaufen. You funny. Es gibt Sammler, die kaufen sich alles. Ja, das ist vielleicht nicht der Großteil der Spieler, ganz und gar nicht, aber die kaufen sich wirklich alles. Egal wie teuer es ist, egal wie sehr man sich dafür den Arsch aufreißen muss, es wird sich in die Garage gestellt. Dann gibt es die Spieler, von denen es schon deutlich mehrere gibt, die einfach das Beste vom Besten haben wollen. Ja, die wollen den besten Panzer auf Stufe 9 oder wollen einfach den besten Panzer zum Credit fahren. Wenn sich das nun hier wieder über 2, 3, 4 Jahre entwickelt, ja, und irgendwann die Premium-Panzer auf Stufe 9 besser als die Tech-Tree-Varianten sind, dann werden natürlich spätestens da diese Leute zuschlagen. Ein weiterer Punkt hier noch auf der Gelddrucklizenz dieser Tier 9 Premiums für WG ist, dass die von Haus aus ja ein +1 Matchmaking haben. Warum einen Tier 8 Premium fahren, der in Stufe 10 Matches landen kann, wenn man auch gleich einen Tier 9 Premium haben kann, der ja nur +1 gematcht werden kann und dadurch viel mehr oder viel konstanter einfach Credits einfahren kann. Ihr merkt schon, wo das Ganze dann ultimativ hinführen wird. Auf lange Sicht schaukelt sich das dann gegenseitig immer weiter hoch, sodass Stufe 9 dann eigentlich zu Stufe 8 verkommt, also dass du da nicht wirklich gut gebalancete Premiums gegeneinander spielen hast und auch das Spielerlebnis ja wahrscheinlich deutlich in den Keller gehen wird. Ultimativ und auf lange Sicht bin ich mir nicht sicher, wo das Ganze hinführen soll, wo diese Spirale von höher, weiter, besser enden soll. Wenn das so weitergeht, dann haben wir doch irgendwann unweigerlich 3-Minuten-Gefechte und jeder neue Spieler hat einen Tier 9, wenn nicht sogar schon einen Tier 10 Premium in der Garage stehen. Was meint ihr? Was wären denn Lösungsansätze, um Taktik, Teamplay, Panzerkenntnis, das, was World of Tanks immer ausgemacht hat, wieder in den Mittelpunkt zu rücken? Wird es irgendwann unumgänglich sein, Stufe 11 und Stufe 12 einzuführen? Oder wäre vielleicht hier ein Ausweg, einfach alle HP irgendwie anzuheben? Ich weiß es nicht, ja, ist sicherlich nicht einfach gelöst, ist eine monströse Aufgabe in diesem komplexen System von World of Tanks, wo wirklich ein Zahnrad in das andere greift, der große Veränderung vorzunehmen. Aber ganz ehrlich, auf lange Sicht sehe ich da kein angenehmes Spielen mehr in diesem Spiel. Und glaubt mir, ich bin sehr traurig, wenn ich das sage. Nicht nur, weil ich mit dem Spiel auch Geld verdiene, brauchen wir gar nicht drum rumreden, sondern weil ich mit dem Spiel aufgewachsen, groß geworden bin. Ich habe die ganze Entwicklung miterlebt und mir tut es wirklich weh zu sehen, wie Wargaming dieses Spiel sukzessive weiter mit Vollgas gegen den Stein fährt. Also, habe ich überhaupt erwähnt, dass es sich hierbei um einen Marathon handelt? Theoretisch ist der Panzer freier spielbar, aber in Realität sind die Anforderungen so hoch, dass es wahrscheinlich nur für die wenigsten machbar sein wird. Also entweder man nimmt sich eine Woche Urlaub und spielt nichts anderes als World of Tanks in dieser Zeit oder man peht halt kräftig rein, um sich diesen Panzer zu holen. Ich bin ganz ehrlich, den Song feiere ich jetzt nicht so, aber gut, Musik ist Geschmackssache. Der Skin dafür finde ich sehr nice, da hat Art Department wieder beste Arbeit geleistet. In dem Sinne soll es gewesen sein mit dem Video. Lasst mir doch gerne eure Meinung zum Stritzwagen K, zum Marathon oder auch zur Tatsache, dass es nun Tier 9 Premiums geben wird, in den Kommentaren da. Ich freue mich immer von euch zu lesen. In dem Sinne, eine Bewertung nicht vergessen und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.